Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Destiny. Und wie versprochen, hatte ich in der letzten Folge gesagt, wir machen heute die Essenz der Brutalität. Ich muss dazu sagen, ich hoffe mal, dass wir es auf eine Folge schaffen, weil diese dann wahrscheinlich ein bisschen länger gehen wird. Und ja, das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis wir das alles erledigt haben. Aber ich zeige euch mal schnell, was ihr machen müsst. Und zwar, das wäre diese hier. Einmal macht die Handfeuerwaffenkills, die haben wir schon gemacht. Als nächstes werden dann die Nekromantenschreine dran, also so mache ich es halt. Und danach müssen wir halt ja Patrouillen, öffentliche Events und verlorene Sektoren und sowas machen. Genau, ich lese euch nochmal vor. Besiege Feinde mit Handfeuerwaffen, birgt die Nekromantenschreine in der Halle der Weisheit und schieße Patrouillen, öffentliche Events und verlorene Sektoren auf dem Mond ab, um diese zu reinigen. Genau, dann sieht ihr hier unten schon bei der Prämie, da gibt es einen schönen Revolver, den werden wir uns dann anschauen. So, okay. Nekromantensträhne. Ist auf der Karte der Eingang hier. Also ihr könnt hier schön gemütlich hochfahren. Und dann hier in dem Bereich. Dort gibt es die Nekromantensträhne. Die schauen wir uns jetzt an. Ich zeige euch den Weg. Viel Spaß. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst mir einen Like-Kommentar oder auch Abo da. So, schön hier rein. Dann gehen wir einmal hier runter. Hatte ich ja schon mal mit einem anderen Charakter gemacht, deswegen weiß ich, wo die ist. Genau, wenn ihr anfangt, nimmt einfach einen Revolver hier. Dann könnt ihr schon mal nebenbei den anderen Teil von der Quest erledigen. Revolver-Kills habe ich schon. Genau. Seht ihr eh schon 52 Meter, dann sind wir da. So, und hier liegt da schon das gute Stück. Ja, sieht aus wie so eine Kette. Waffenteil aufheben. Genau, Nekromantensträhne, fertig. So, wir porten uns einmal. Porten wir uns einmal raus und machen dann gleich die verlorenen Sektoren. Genau, den ersten Sektor zeige ich euch gleich. Erst hier hinten. Genau. Dann müsst ihr dann nicht hier weitergehen, sondern hier. Genau, hier ist auch ein verlorener Sektor. Was es zu schnell gegangen ist, spult einfach zurück, würde ich sagen. Gut, verlorener Sektor, K1 Logistik. Schön gemütlich alles clearen.
dürfte eigentlich nicht so das Problem sein. Nebenbei kann man auch gleich ein bisschen Beutezüge abschließen. Müsste gleich aufgehen. Jetzt ist es auf. Genau. Perfekt. Hier ist auch schon der Endboss. Hier erstmal ein bisschen. Wenn der gestorben ist, dann müsste er auch frei sein. Genau, somit ist es auch schon erledigt. Man muss die Kleinen hier ein bisschen. Hinten müsste noch was sein. Ich will Ruhe looten, Leute. Komm. Sehr schön. So, schauen wir doch mal, was es gebracht hat. 16%, okay. Ich würde euch auch empfehlen, macht immer diese verlorenen Sektoren gleich, weil ihr seht, wenn ihr jetzt hier rüberfahrt über den verlorenen Sektor und ihr wart doch noch nicht drinne, dann steht auch kein Name da.
Wenn ihr aber den schon erledigt habt, so wie der hier jetzt eins, der steht halt dann da, wie der heißt. Und ihr braucht es dann später auch mal für andere Quests. Da heißt dann, ihr holt den Schlüssel aus dem und dem Sektor oder macht die und die Sektoren auf dem Mond. Und wenn ihr die schon mal gemacht habt und bekommt später mal so eine Quest, dann könnt ihr jetzt schnell rüberfahren und gucken, wie die heißen. Dann braucht ihr nicht lange rumsuchen, weil ich kann mir das auch nicht merken, wie die alle genau heißen. Ich glaube, die fangen alle mit K1 oder irgendwie so an. Jetzt würde ich aber sagen, wir porten einmal zurück und schauen uns dann gleich den nächsten Sektor an. Wir machen auf jeden Fall alle Sektoren jetzt. Schauen wir mal, was wir hier bekommen haben für ein Gelumbe. Oh, das ist auf jeden Fall schon besser. Dein 23, 21, ja, das lohnt sich noch nicht. 21. Traumflucht Beinsch. Da haben wir bessere bekommen. Nein, 24, heftig. Der wäre fast besser. Und der ist noch mal besser. Was haben wir hier bekommen? Maschinenpistole, schlechter Ruf. Die müssen wir mal ausprobieren. Wieder ein Mini-Werkzeug. Die müssen wir auch mal ausprobieren. So, okay, wir gehen gleich zum nächsten Sektor. Das wäre der hier oben beim Anker des Lichts. Der ist ziemlich schwer zu finden. Na, ich selber mal gucken, ob ich den gleich wieder finde. Ungefähr, glaube ich, weiß ich es noch. Ah, mit diesem blöden Laden hier die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, was hier schon wieder ist. Müsste hier irgendwo sein. Ich glaube, das könnte hier gewesen sein. Ja, das ist nochmal richtig. Aufpassen, mir fast runtergefallen. Auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ja, die hat ein bisschen wenig Magazin, finde ich. Also nochmal schnell schauen.
Könnte man die mal ausprobieren. Die müsste auf jeden Fall schneller sein. Geht auch schneller nach. Ja. Okay, läuft. Wo ich fast sagen muss, die andere schießt zwar langsamer, aber die gefällt mir fast ein bisschen besser. Gefällt mir fast ein bisschen besser. Könnte man schon schauen. Mal rein, haben wir vielleicht ein bisschen größeres Magazin. Okay, schauen wir uns mal die Waffe. Die ist eigentlich ganz cool, die Waffe. Mit ein bisschen mehr Bums, muss ich sagen. Hier wird der Boss kommen. Oh.
Was? Einfach nicht komisch. Okay, ich glaube, wir müssen es geschafft haben. Gut, den nächsten Sektor leer geräumt. Und die Munition jetzt noch schnell. Okay, 34%. Jetzt haben wir hier hinten noch einen Sektor. Wo war denn der? Okay, wir gehen mal raus und schauen mal, ob wir den gleich finden. Ich weiß es gar nicht mehr. Das Laden, das nervt wirklich. Die Zeit ist wirklich schlimm, das hatte ich zum Anfang gar nicht. So, wir müssen jetzt irgendwie dort drüber. Das ist irgendwo hier. So, hier bei der Schützenlinie wieder. Dass wir hier rum müssen. Wenn ich mich nicht irre, müssen wir hier rum. Na ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Wo ist klar, da oben drin ist der? Mein Licht verblasst. Genau, hier war der Sektor. Genau. Thank you.
Nein, die fällt mir echt gut, die Waffe, muss ich sagen. Muss jetzt auch der Boss schon sein. Schon vorbei oder was? Sehr schön. Okay. So, 52%. So, das wären dann 1, 2, 3. Die haben wir hier oben ist noch einer. Den holen wir uns jetzt. Ja? Was? Okay, dann machen wir das gleich. Machen wir hier gleich mit, würde ich sagen.
Altäre Stufe 1. Oh, es gibt aber gut Prozente. Begib dich zum nächsten Altar. Ja, wo ist der? Da vorne. Dann machen wir das einfach mal gleich mit, weil es gibt gut Prozent. Gibt immer gleich 10%. Ja, nice. Das erste Mal, dass ich so ein Event gemacht habe hier. Anscheinend darf der sich nicht opfern oder so. Verstehe. Geile Sache! Thank you.
Okay, geil. Munition oder so. Okay. Thank you.
Okay, nimmst du den drüben. Eieiei. Richtig mit dir oben. Okay, Sense der Brutalität ist geschafft. Begib dich zum letzten Altar, stell den letzten Albtraum, okay? Haben wir noch nie gemacht, Leute.
sie nun. Oh. Scheiße. Nicht geschafft, oder was? Ja, er hat sich einmal geopfert. Aber zwei haben sich geopfert und war es vorbei. Thank you.
Okay, eine Hexe noch. Heftig, Leute. Das ist auch meine Super auch nicht bereit. Ein Scheiß. Alter. Heftig, heftig.
Boah, geschafft oder was? Krass. Okay, Leute, sehr gut. Jetzt will ich aber sagen, machen wir schnell noch die verlorenen Sektor. Dann habt ihr den auch mal gesehen. Und dann habt ihr die auch alle auf der Karte aufgedeckt. Krass. Ja, was ist denn das für eine Waffe, was ich da bekommen habe? Eine Schrotflinte. Oh, die schaut geil aus. Ich bin kein Schrotflinten-Fan, das ist das Problem. Muss ich ja bloß mal schauen. Und zwar, wo denn der Eingang war. Ist irgendwo hier. Hier sein, glaube ich. Ja, hier ist der Eingang zum letzten verlorenen Sektor.
So. Nochmal, oder was? So, leergeräumt. Genau, Leute. Hier ist dann später auch mal was drin für eine Quest, die ihr braucht, aber dann müsst ihr erst eine andere Quest erledigen. Ja, kommt hier später rein. So, dann haben wir das alles abgeschlossen. Ich würde sagen, wir holen uns nochmal die Waffe ab. Und dann war es das auch schon mit der Folge heute. Über eine Stunde. So, verlorene Sektoren sind alle abgeschlossen. Wir gehen einmal zum Heiligtum. Man gewöhnt sich an den Schmerz. Willkommen, Krotas Ende. Ja. Schatten umgeben uns, Hüter. Sprich. Okay. Genau, da ist auch schon die Waffe. So, dann schauen wir doch mal. Geht schon ganz schön hoch jetzt. Sie alle hören nicht auf, egal wie sehr ich sie ignoriere. Die Pyramide will sich ein grauenvolles Denkmal mit diesen Abbildern erschaffen. So, hier könnten wir einmal hochstufen dann. Die könnten wir dann auch mal hochballern. In Krisenzeiten war Iriana eine Ruhequelle. Genau, das wäre die Waffe. Die Handfeuerwaffe. Im Nachhinein habe ich mehr Zeit mit der Schar verbracht. Als mit den Hütern, an deren Seite ich gekämpft habe. Niemand sonst kann tun, was getan werden muss. Mit seinem letzten Atemzug kreierte der Reisende die Geister, um Türen zu öffnen. In meinen Albträumen sehe ich ihn noch. So. Das wäre dann die Waffe hier. Schauen wir uns nochmal kurz an. Dass ihr mal im Einsatz gesehen habt. Ist gar nicht schlecht eigentlich. Wenn man gerne Handfeuerwaffen spielt, will ich die empfehlen.
Da sind schon ein paar Gegner. Sie macht gut Schaden. Also die macht schon gut Bums. Wenn man dann trifft. Gut Leute. Ich verziehe mich hier nochmal. Aber es ist schön, dass sie ein großes Magazin hat. Verzieh mich mal. Gut, Leute, damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und ja, jetzt wisst ihr auch, wie man die Waffe bekommt, was dann mit der Nekromantensträhne auf sich hat. Und so weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.